So, heute habe ich was ganz Einfaches und Hilfreiches für euch, und zwar jeder, der bisher CarPlay in seinem Auto hat über USB und allerdings wie in den neueren Autos das gerne wireless haben möchte, dass er nicht jedes Mal das Kabel an sein iPhone anschließen muss, kann mit dem Need for Stream Wireless CarPlay Adapter genau das tun. Der Adapter verbindet sich nämlich einfach in dem USB-Anschluss, das heißt, ihr müsst nichts am Radio oder Fahrzeug verändern. Dementsprechend auch ideal für Leasing, Miet oder Firmenwagen, da das 100% alles wieder zurückgerüstet werden kann. Und in dem Video zeige ich euch kurz, wie ihr das Gerät mit dem iPhone verbindet, mache einen kleinen Funktionstest und habe euch natürlich einen Link in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr das Gerät bei Amazon ganz einfach kaufen könnt. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter, der gerne Wireless CarPlay bei seinem Auto hätte und bisher keine Möglichkeit oder keinen Test dazu gefunden hat. Viel Spaß! So, wir sind jetzt hier in einem CarPlay-fähigen Auto. Und dazu werden wir jetzt als nächstes mein Handy einmal ganz normal per USB verbinden. Hier am zweiten Anschluss. Das ist der CarPlay-fähige. Und jetzt stecken wir das Kabel einfach ins Handy rein. Ganz normal in den Lightning-Anschluss, so wie man dann CarPlay normalerweise verbinden würde. Also sehen wir schon, es lädt. Und jetzt sollte hier oben gleich auch CarPlay dann erscheinen. Apple CarPlay. Und schon haben wir Apple CarPlay hier verbunden mit diesem Gerät per Kabel im Auto. Und wenn man jetzt, ja, keine Ahnung, auf Spotify geht, könnt ihr auch mal kurz sehen, nehmen wir wieder die copyright-freie Musik. Schon fängt es an zu spielen. Und wir können uns das hier oben auch angucken. Also das iPhone ist aktuell ganz normal über CarPlay verbunden. Und was wir jetzt als nächstes mal machen werden, ist diesen Adapter hier einstecken von Need for Stream in seiner Verpackung, wo im Grunde einfach nur der Adapter drin ist. Hat einen USB-C-Anschluss und einen normalen USB-Anschluss und einen USB-C auf USB-Adapter. Das stecken wir jetzt hier einfach in den USB-Anschluss. Mehr müsst ihr dazu nicht machen. Einfach nur das Gerät einstöpseln. Jetzt sollte hier automatisch genau CarPlay aufploppen. Klicken wir, ein Gerät wurde verbunden. CarPlay automatisch starten. Dann nehmen wir das einmal an. Klicken auf Akzeptieren. Und dann sollte eigentlich auch jeden Moment CarPlay starten. Genau, Apple CarPlay wird gestartet. Und dann kommt zunächst dieser Screen. Use a Bluetooth Connection. Als nächstes nehmen wir dann das iPhone, mit dem wir eben verbunden waren. Das ist natürlich jetzt nicht mehr über Kabel verbunden. Scrollen ganz nach unten, wo das Gerät dann gleich erscheinen dürfte. Genau, klicken dann unten auf das Gerät drauf, der verbindet sich mit dem iPhone. Jetzt klicken wir beim iPhone auf Use CarPlay. Und schon haben wir CarPlay über dieses iPhone. Wenn ich jetzt wieder auf Spotify gehe, sehe, haben wir dieses iPhone verbunden über CarPlay. Genauso wie vorher. Ist soweit aus. Wenn wir jetzt aufmachen, das Radio geht an. Ich habe das iPhone da oben stehen, da ist kein Kabel dran.
Wie gesagt, nur das Gerät hier unten drin, kein Kabel. Das Kabel liegt hier hinten. Und jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Der sollte jetzt gleich automatisch merken, wenn CarPlay verbunden ist. Beziehungsweise sollte sich nach und nach automatisch verbinden. Ja, da steht, Apple CarPlay wird gestartet. Er hat das Gerät jetzt schon erkannt. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten. Er macht das alles von selber, dann müsst ihr gar nichts tun. Und schon fängt CarPlay an zu spielen. Ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Wir können jetzt gucken, was läuft hier. Radio Bub läuft. Wenn ich dann auch die Lautstärke... Okay, ich hatte die Lautstärke aus, aber... Hat sofort angefangen zu spielen. Ich muss nichts machen. Hat sich selber verbunden. Das iPhone steht hier. Kabel ist nicht angeschlossen. Einzig und allein dieses kleine Gerät hier, der Need for Stream Adapter, hat automatisch gestartet. Und wenn ich jetzt das Radio wieder ausmache, also Tür aufmachen, dann geht das Radio aus. Werdet ihr sehen, das iPhone wird gleich auch automatisch auf Pause wieder gehen, wenn die Verbindung weg ist. Also das Gerät schaltet sich auch automatisch selber wieder ab. Dauert halt wieder die paar Sekunden, bis er sich vom iPhone trennt. So, da ist jetzt auf Pause. Wenn wir jetzt wieder abschließen, also dass das Ding, das System auch komplett ausschaltet, dann wird hier auch gleich das rote Licht aufhören zu leuchten. So, jetzt ist das Gerät aus. Das Licht hier drin leuchtet noch, weil der offen ist, aber das Auto ist soweit komplett aus. So, jetzt könnt ihr einmal sehen, dass in dem Moment, wo ich hier diesen Knopf bewege, das auch quasi instant funktioniert. Also man hat da auch keine große Verzögerung oder gar nichts. Und das alles, dieser Adapter ist hier gerade angeschlossen. Da oben steht mein iPhone. Ja, hier unten am USB-Anschluss. Das Kabel liegt hier, da vorne ist das iPhone und CarPlay funktioniert einwandfrei. Dass ihr schön alles im Bild habt, dass ihr auch seht, dass das nicht irgendwie trotzdem per Kabel angeschlossen ist. Hier unten das Gerät, da vorne mein iPhone. Komm, jetzt bleibt da mal oben. Hier oben, hier unten das Gerät, da oben mein iPhone, ich hier am Drehregler. Und es funktioniert wirklich instant. Und natürlich, wenn der die Internetverbindung zum Stream aufbaut. Aber funktioniert instant. Keine große Verzögerung. Alles nur über dieses kleine Gerät hier. Und es war wirklich einfach Plug and Play. Da unten anschließen, eben verbinden. Und das war's.